Am Dienstag sind wieder Auskunftspersonen im ÖVP-Untersuchungsausschuss geladen. In dieser Woche geht es um die Justiz bzw. um die mögliche Einflussnahme der Politik auf die Justiz, allerdings nicht von der ÖVP, sondern in dem Fall von den Grünen. Es wird das Umfeld von Alma Sadic, der grünen Justizministerin, genauer in Augenschein genommen. Und eine der Auskunftspersonen ist die Sektionschefin Barbara Göth-Flemmig, ein anderer Abteilungsleiter Gerhard Nogratnik. Und der ÖVP-Fraktionschef Andreas Hanger, der hat in seinem Eingangsstatement auch gleich betont, dass das System Bilnercheck, das immer wieder kritisiert wird von den anderen Fraktionen, ja eigentlich vollkommen legitim war. Alles, was da gemacht wurde, war absolut im Rahmen des Rechtlichen. Allerdings sieht er da ein paar Geschichten, wo möglicherweise von der Justizministerin Einfluss genommen wurde. Also da wird heute mal ganz genau nachgefragt. Ein anderes Eingangsstatement gab es von Kai-Jan Greiner von der SPÖ. Der fühlt sich ein bisschen irritiert. Der glaubt, dass die Personen, die jetzt eigentlich gar nicht so viel zur Sache beitragen können, hauptsächlich deswegen von der ÖVP befragt wird, um ein bisschen von den eigenen Problemen abzulenken. Stefanie Crisper, die war auch ein wenig genervt von dieser Woche, die meint, viele Fragen, die hier gestellt werden, die kann man eigentlich schon aus den Erfahrungswerten der vergangenen Untersuchungsausschüsse bzw. aus den letzten Monaten eruieren sozusagen. Und dann war auch noch ein Statement zu hören von Susanne Fürst von der FPÖ. Bei der ist ein bisschen anders, die möchte schon ganz genau wissen, ob es nicht von den Grünen Einflussnahme auf die Justiz gegeben hat. Ja, und im Anschluss an ihr Statement ist sie dann auch gleich gefragt worden, ob sie möglicherweise die Bundespräsidentenkandidatin von Herbert Kickl sein könnte. Das wollte sie natürlich noch nicht bestätigen. Sie sagt, darüber spricht sie nur mit dem Parteiobmann. Aber ein klares Nein hat es an der Stelle auf jeden Fall von ihr auch nicht gegeben.